Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. Na, ihr Tierversuche? Ich denke mal, ihr habt mitgekriegt, dass vor ein paar Tagen in Cincinnati ein kleines Kind in ein Gorilla-Gehege gefallen ist. Ich hatte eigentlich ein anderes Video geplant, aber ich dachte, ich rede am besten darüber, während es die Leute noch interessiert. Digga, willst du mich ficken? Die sind doch todeslimitiert! Es gab viel Aufruhr deswegen, weil der Gorilla am Ende erschossen wurde, so dass er den kleinen Jungen nicht mehr verletzen konnte. Nun sagen manche, dass es nötig war, da so ein Tier unberechenbar sein kann. Und das stimmt ja auch. Ich meine, habt ihr mal versucht vorauszusagen, wann Donkey Kong seine Fässer wirft? Das geht nicht, Alter. Auf der anderen Seite stehen die Leute, die die Tötung unnötig fanden, da der Gorilla keine Anzeichen von Gewalt gezeigt hat. Er hat den Jungen halt nur ein bisschen herumgezogen, aber er ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Und obwohl ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Affen gemacht habe... Nein! Ein Uran-Utan, Alter. ...stimme ich zu, dass man den Affen nicht hätte erschießen sollen. Immerhin gibt es sowas wie Betäubungspfeile. Hätte der Affe nun irgendwie rumgeschrien und aggressives Verhalten gezeigt, dann wäre das eine andere Sache gewesen. Aber generell finde ich diese ganze Medienaufmerksamkeit, die dieser Vorfall kriegt, lächerlich. Ich meine, wow, ein Kind fällt in ein Affengehege und der Affe wird gekillt. Was ist mit den Reportagen zu lokalen Problemen, wie dass der Kommerzverein Leverkusen in die erste Bundesliga aufgestiegen ist? Naja, die Moral der Geschichte, wollt ihr irgendwann mal Wasserski fahren, dann besorgt euch einen Gorilla. Hui! Marco Maroko Homomeke San Konnichiwa. Was soll die Scheiße, du bist Deutscher! Say